Hallo Possums, hallo ihr Süßen. Heute mal aus einer völlig anderen Perspektive. Übrigens hängt hier ein Teil meines Schmuckes, speziell für die Claudia, da kommt noch ein Video. Ich wollte unbedingt dieses Video heute am Sonntag noch hochladen, weil ich euch zeigen wollte, was es morgen beim Aldi Süd zu kaufen gibt. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Designer Steffen Schraut. Ich finde ihn ganz, ganz toll, der macht super schöne Sachen. Und vor allen Dingen auch für Frauen, die jetzt nicht nur unbedingt Größe 34, 36 haben. Und vor allen Dingen macht er Sachen, die eben passen. Ich habe mir zum Beispiel, als die Heidi Klum mit der Kollektion dann beim Lidl rauskam, Sachen bestellt, noch und nöcher. Und die sind alle für schmale, große Frauen gedacht. Also das heißt so 1,70, aber halt sehr schmal. Auch wenn es eine Größe 42 oder 44 war, hat mir das einfach nicht gepasst. Also die Ärmel waren immer so ein Stück zu lang. Das war zu eng. Ich habe da gestanden wie so eine Presswurst. Es hat einfach überhaupt nichts gepasst. Einzig von der Heidi Klum habe ich mir einen Mantel gekauft, der sehr, sehr schön ist. Und Turnschuhe. Das ging. Also Schuhe ging. Und so ein paar Leopumps. Kann ich euch gerne mal zeigen, wenn ihr Interesse habt. Umso mehr war ich interessiert an Steffen Schraut, weil ich seine Mode einfach toll finde. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir schon ein paar Sachen besorgt und die wollte ich euch jetzt mal zeigen. Also ich bin ungefähr 1,62, 1,63 groß, wenn ich mich lang strecke. Und habe normalerweise eine Größe 42, 44 und bin halt eine ganz normale deutsche Durchschnittsfrau. Könnte an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schlanker sein. Und ich möchte euch jetzt ein paar Sachen zeigen, die ich mir gekauft habe, die ich wirklich gut finde. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Das erste, was ich euch vorstellen möchte, ist dieser Mantel. Der sieht jetzt so ein bisschen zerknittert aus, leider. Ich weiß auch nicht, ob das in der Kamera so gut rüberkommt mit dem Schwarz, dass man da überhaupt Details erkennt. Der hat hier einen ganz normalen Kragen. Hat aber 3/4 Ärmel und das ist eben das Schöne, dass es eben auch für kleinere Frauen passt und nicht nur für Frauen ab 1,70. Der ist nicht gefüttert, der ist ganz, ein ganz einfacher, leichter Sommermantel. Das Material, sogar hier noch ein Ersatzknopf drin, das Material ist 100% Plastik, also 100% Polyester. Also man darf natürlich nicht die hochwertigste Ware oder Qualität erwarten. Dafür kostet der Mantel auch nur 30 Euro. Er hat hier Druckknöpfe und zwar zweireihig und hat hier nochmal schöne so Eingriffstaschen, die eben so verdeckt sind. So sieht der Mantel aus. Der geht mir ungefähr bis hier, bis übers Knie. Der ist weit genug, dass man noch eben was bequem was drunter tragen kann. Ich komme auch hier mit den Armen gut in die Taschen rein. Das finde ich auch immer wichtig. Wenn dann nämlich die Mäntel zu lang sind und dann sind da unten die Taschen und dann kommt man da nicht hin, weil es eigentlich für größere Frauen geschnitten ist und da kommt man richtig schön bequem in die Manteltaschen rein und kann sie auch locker verwenden. Das finde ich ganz toll. Und wie gesagt, man kann ihn hier mit Druckknöpfen zumachen und er sitzt sehr schön bequem. Muss immer so ein bisschen gucken, dass es nicht so eng ist. Man kann auch da gut noch was drunter tragen. Und er ist ganz leicht und wie gesagt auch für mich, für die Armlänge, ganz toll. Der hat hier noch so einen kleinen Umschlag. Finde ich ein sehr schöner Mantel für 30 Euro. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich glaube so ein Schwarz-Weiß in diesem Schwarz. Meine Mutter hat immer gesagt, ja, ich kaufe mir alles in Schwarz, weil wenn einer stirbt und ich gehe auf eine Beerdigung, ne, bin eingeladen, habe ich gleich was zum Anziehen. Ja. Und in unserem Alter, ne? Früher hat man Schwarz gekauft für die Disse, ne, für die Diskothek und heute kauft man schwarze Kleidung für die Beerdigung. Als zweites habe ich mir hier gekauft ein T-Shirt. Und zwar ist das ein T-Shirt mit einem runden Ausschnitt. Und auch wieder 3/4 langen Ärmel und es hat so ein bisschen Fledermausärmeln. Finde ich aber auch persönlich sehr schön, weil es eben dann sehr bequem ist. Es hat ein sehr schönes Material, sehr fließender Stoff. Und was mir auch besonders gut gefällt, sind hier die Details an den Ärmelchen. Das sind so ganz kleine Silberkügelchen und die machen das Ganze sehr wertig. Und auch ein bisschen schwer, sodass also eben der Ärmel schön fällt. Also es gefällt mir auch sehr gut. Das Material ist 95% Viskose
und 5% Elastan, was wirklich sehr, sehr schön ist und sehr angenehm und sehr pflegeleicht. Also das heißt, wenn ihr das mit in den Koffer reinschmeißt und dann kommt es auch so wieder raus, ihr seht, das ist kaum verknittert, obwohl es in so einem Päckchen drin war. Und das hat auch eine schöne Länge, weil es über den Hintern geht und dann halt eben kleine Problemtönchen auch gut überspielt. Das zeige ich euch mal. Ihr seht hier oben, sitzt es schön, es hat einen schönen runden Ausschnitt, ist nicht zu groß, also das heißt, das Dekolleté ist noch alles da, wo es sein sollte. Sitzt aber sehr angenehm und die Ärmel, wie ihr seht, sind auch nicht zu lang, sondern auch für kleinere Frauen sehr gut geeignet. Und wie gesagt, der Abschluss, den finde ich sehr, sehr hübsch. Ein bisschen Bling-Bling darf ja immer sein. Und hier mal von weiter weg, geht also über den Hintern. Also auch nicht schlecht, Herr Specht. Ich glaube, das T-Shirt kostet 13 Euro oder 15 Euro. Bin ich nicht ganz sicher, aber ich kann euch hier unten die Preise reinschreiben oder einfach guckt ihr mal bei Aldi Süd. Aber ich kann euch hier die Preise reinschreiben. So, dann habe ich noch geholt eine Hose, so eine Jogging-Pant. Ich habe gedacht, ich nehme alles in schwarz, weil dann sieht es ein bisschen schlankmachender aus und streckt schön und es passt auch eben alles zusammen. Ne? Da muss man sich nicht so viel Gedanken machen, wenn man halt irgendwie was Farbiges hat, ob das jetzt halt irgendwie zueinander passt. Deswegen alles in schwarz. Das hat hier so ein, hat einen Gummibund hier oben, hinten so aufgesetzte Taschen, die sind aber nur fake. Die sind relativ weit geschnitten an den Oberschenkeln und haben hier unten so kleine Gummibündchen. Und das Material ist wieder so eins, was relativ stark knittert. Das Material ist 100% Polyester. Also das heißt, es knittert ein bisschen, ist so wie der Mantel. Und hat hier oben noch so einen Kordelbund zusätzlich, damit man das noch regulieren kann. Finde ich persönlich aber so ein bisschen schwierig. Also ich meine, ich finde es gut, dass man das selber regulieren kann, dass es nicht so aufträgt. Auf der anderen Seite, alles was dann halt so am Bauch vorne rumbambelt, trägt natürlich immer ganz gerne ein bisschen auf. Ne? Wenn man da jetzt einen Knoten reinmacht oder eine Schleife, damit man auf die Toilette gehen kann, dann bestellt es. Dann betont es genau die Stelle, die ich nicht betont haben möchte. Also ein bisschen groß, ehrlicherweise. Gott sei Dank. Das ist jetzt die Größe Large. Die ist so, das ist hier die Hose. Also die ist hier mir so ein bisschen weit. Ich bin so schlank. Deswegen ist die mir zu groß. Nee, sie ist tatsächlich ein bisschen groß. Also das heißt, ich müsste mir halt eben hier oben so festzurren. Also ich meine, sie würde schon gehen. Ne? Aber wenn ich jetzt hier so das dann so drüber, dann ist sowas, was mich so ein bisschen stört. Von der Länge her finde ich die super. Das ist eine Hose, die mir von der Länge her super, super gut passt. Seht ihr das? Ich finde die so gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, naja, sie geht oben schon. Eigentlich passt sie ganz gut, wenn ich das so überlege. Ich überlege mir es nochmal. Also ich finde es sehr schön, dass die unten das Bündchen hat. Und wie gesagt, dass man das nicht umschlagen muss und auch bei der Größe 1,62 passt. Und hat eben auch das gleiche Material wie der Mantel. Hat man eigentlich ein schönes, nettes Komplett. Also zumindest, wenn man, keine Ahnung, in Urlaub fährt oder wenn man nicht so teure Sachen mitnehmen möchte, so auf eine Reise, finde ich das eigentlich ganz angenehm. So, und zum Schluss habe ich hier noch einen ganz süßen Jumpsuit. Der hat hier ganz süße Details an den Ärmelchen in schwarz-weiß und halt hier nochmal an den Taschen, was total niedlich aussieht. Der wird hier vorne nur mit so einem Druckknopf geschlossen, macht einen schönen V-Ausschnitt, streckt dadurch sehr schön. Hat auch wieder dieses schöne Jersey-Material, fällt sehr weich und sehr fließend. Ist auch geschneidert, hat in der Mitte halt eben so einen Gummibund und relativ bequeme, legere Beine, die unten schmal zulaufen sind. Diese Jumpsuits bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil ich normalerweise mit meiner Größe eigentlich nichts finde, was in meiner Länge passt. Aber dadurch, dass der so gut geschnitten ist, fällt das Oberteil schön leger über die Pölsterchen. Und durch den Gummizug wird das Ganze aber schön tailliert, dass das Ganze auch irgendwie Struktur und Form bekommt. Also deswegen ist dieser Jumpsuit echt schön. Der kostet
lass mich lügen, auch 13 oder 15 Euro, also wirklich kleines, kleines Geld. Und der sieht so süß aus, also wenn ihr da weiße Turnschuhe anzieht und dann den schwarzen Mantel drüber, sieht es echt geil aus. Deswegen ziehe ich den jetzt mal an. So, das ist jetzt der Jumpsuit. Und wie gesagt, der hat hier oben, ist er so ein bisschen so über Kreuz gelegt und hat diese süßen Ärmelchen mit so einem kleinen, so ein bisschen Elastikbündchen. Und der gibt auch ein schönes Dekolleté, weil der nicht so tief geschnitten ist. Die meisten oder viele, die ich kenne, die sind halt einfach irgendwie, haben das hier unten und das sieht dann irgendwie nicht schön aus. Der hat genau den Knopf an der richtigen Stelle. Also der Steffen Schraut hat irgendwie alles richtig gemacht. Der ist vorne, hat er auch nochmal so einen Gummibund und dann hier auch so ein Bändelchen zum Zusammenziehen. Und da sitzt die Taille auch tatsächlich in der Taille, aber hier hinten fällt es halt eben schön locker drüber und deswegen sieht es auch lässig aus. Und was ich auch ganz angenehm finde, dass der Schritt nicht hier unten sitzt, wie bei vielen, sondern der sitzt halt gut. Der sitzt halt da, wo er sitzen soll und sieht einfach geil aus. Also der ist schön lässig und cool. Jumpsuit, der mir richtig gut gefällt und kostet ein Apfel und ein Ei. Also ich kann euch wirklich nur raten, geht morgen zum Aldi und stürmt den und kauft euch die Sachen. Ich finde das ganz grandios. Das war's schon, was ich euch eigentlich sagen wollte. Einfach nur, dass ihr es nicht verpasst. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch wie immer ein bisschen Spaß gemacht. Bleibt gesund, werdet gesund, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben und bis bald. Tschüss!